Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Trump gewinnt erste Vorwahl der Republikaner um die Präsidentschaftskandidatur. Nach ersten Auszählungen liegt Trump mit mehr als 50% der Stimmen weit vor seinen Konkurrenten DeSantis und Haley. Der Nominierungsparteitag der Republikaner findet im Sommer statt, die Präsidentenwahl dann Anfang November. Iran feuert Raketen auf Irak und Syrien. Die Revolutionsgarden teilten mit, die Angriffe seien die Rache unter anderem für den Anschlag in Kerman Anfang Januar. Ziel im Irak sei eine Spionagezentrale des israelischen Geheimdienstes in der Stadt Erbil gewesen. In Syrien wurden Stellungen der Terrormiliz IS beschossen. Schweiz will Friedensgipfel für ein Ende des Krieges gegen die Ukraine organisieren. Das wurde gestern Abend nach einem Treffen des ukrainischen Präsidenten Selenskyj mit der Schweizer Bundespräsidentin Amherd in Bern bekannt. Selenskyj nimmt heute am Weltwirtschaftsforum in Davos teil. Demonstrationen gegen rechts. Gestern Abend haben in mehreren Städten etwa 15.000 Menschen gegen die AfD und die Werteunion demonstriert. Allein in Leipzig kamen mehr als 6.000 Menschen zusammen. Anlass für die Demos waren Recherchen über ein Treffen mit Rechtsextremen. Dabei soll es um mögliche Massenabschiebungen auch deutscher Staatsbürger gegangen sein. Weidel trennt sich von persönlichem Referenten. Nach den Enthüllungen um ein Treffen mit Rechtsextremen, an dem auch der frühere Bundestagsabgeordnete Hartwig teilgenommen haben soll, hat die AfD-Vorsitzende die Zusammenarbeit mit ihm in gegenseitigem Einvernehmen beendet. Das teilte ein Parteisprecher mit. Das Wetter, heute in der Nordhälfte Schneeschauer, Richtung Nordsee auch Schneeregen. Sonst meistens trocken und zunächst im Süden gebietsweise sonnig, später auch vom Westen bis in die Mitte zunehmend freundlich. Höchstwerte -4 bis +3 Grad.